Ich schütte mir auch noch was ein. Nö, geht. Ich habe mich auch ein kohlensäurehaltiges Getränk diesmal und gerade Chili und Kohlensäure, die vertragen sich nicht besonders gut. Oder die vertragen sich besonders gut und feiern dann eine Party in meinem Mund und diese Party wird verdammt heiß. Die artet aus. So könnte man es auch ausdrücken. So, oh, ich treffe dieses Loch hier nach unten. Was sagt man auf so eine Frage? Nein, aber du wirst es gleich erzählen, schreiben oder sonst was, ne? Nein, woher denn? Wie komisch wäre es, wenn wir das wüssten. Ja, du hast doch jetzt auch Carolina Reaper. Hast du das nicht gesagt? Die sind doch sehr scharf. Weil der Carolina Reaper ist aktuell die schärfste Chili-Sorte der Welt. Zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und wie wir gehört haben, ist, wenn man die Pflanze ziemlich trocken hält, wird es immer schärfer. Genau. Also wenn man eine Pflanze eine längere Zeit ohne Wasser hält, kann es sein, dass die dann wütend wird und schärfer wird. Au. Sage ich jetzt mal dazu. Du hattest verdammt lange was davon, oder? Das tut weh. Das tut sehr weh. Mir ist es mit dem Auge nicht passiert, aber mit der Nase. Man würde sich seine Nase am liebsten abreißen. Oh, dieses Gewitter, bis endlich losgeht. Ja, man weiß ja gar nicht so genau, was man machen soll in der Zwischenzeit, ne? Die Leiter müssen wir dann noch wegnehmen. Ja, nachher. Ja. Wir haben noch Zeit bis dahin. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Hier, das haben wir schon geplündert. Da waren wir schon drin. Da hinten war der Polizist, den ich vorhin getroffen habe. Der war nicht so nett, irgendwie. Da hatte er irgendein Problem mit mir. Keine Ahnung, warum mich einfach mal so angespuckt hat. Ich wurde erst sonst bisher mal angespuckt. Weil ich hatte mich mit jemandem verwechselt. Da ist wohl ein Zombie drin. Da habe ich eine Zombiehütte gefunden. Oh, hallo, hier voll auf den Kopf. Ups. Oh, was da war der Kopf. Anbau. Wohl weg. Noch wer? Wandschrank? Keiner drin. Sessel? Keiner drin. Ist doch komisch, der Sessel ist da, ich schlag ne kaputt und dann sage ich keiner drin. Ghost Pepper. Ich glaube ich auch schon gehört. So, was haben wir hier? Sah aus wie Katzenfutter. Doch hier einfach mal irgendwas. So, ich hole noch ein bisschen Holz. 850.000 Scoville, das ist ordentlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube Tabasco liegt bei, darf es bei 200.000. Glaube ich zumindest. Sicher bin ich mir nicht. Ich kenne mich mit den Scoville-Zahlen nicht aus. Ich weiß nur, dass die Carolina Reaper irgendwas im Millionenbereich war. Ich glaube, die 2 Millionen oder sowas hat die, glaube ich. Aber die Carolina Reaper ist auch nicht dafür gedacht, diese Po zu essen. Hier ist ein Klo. Schauen wir mal rein. 2,5 Millionen, das könnte da kommen. Da ist einer drauf? Nö. Ich habe mal reingegriffen, war auch keiner drin. Stell dir mal vor, das kommt plötzlich eine Schlange raus. Gibt's doch hier in dem Spiel auch. Du bräuchtest dafür so ein anderes Ding. Ja. Eine Rohrzange. Aber genau das wollte ich jetzt nicht machen. Warum krieg ich. Ach, das ist schon weg, gut. Ich wollte das Auto zerlegen, dass es weg ist. Ja, das ist schon.
gerade Chili-Sorten, man sollte eigentlich fast keine Chili-Sorte ohne Handschuhe öffnen. Öffnen. Du hast doch mal öffnen. Öffnen, ja. Weil ich jetzt ja nicht Sporttasche. Oh, Chili. Nicht Chili Zombie. Oh Mann. Du hast doch schon mal für eine Currywurst unterschrieben, ne? Genau, also in Leipzig, da gab es mal einen Currywurstverkäufer mit den verschiedensten scharfen Chilisoßen. Und bei den schärfsten Chilisoßen musste man dafür unterschreiben, dass man die nicht auf Körperverletzung verklagt. Wie hat sie geschmeckt? Aber diesen Laden gibt es leider nicht mehr. Nee. War wahrscheinlich dann doch nicht so ein Erfolgskonzept. Also es gab wahrscheinlich schon die Fans von dem Ganzen, aber man muss ja schon einen gewissen Umsatz machen, um dann auch die Standmiete und sowas alles bezahlen zu können. Ey, öffne den Baum auf mich. Und das war da wahrscheinlich nicht möglich. Und irgendwann sind sie dann mal umgezogen, das hatte ich noch mitgekriegt, aber mehr ist dann auch nicht mehr. Dann waren die dann irgendwann weg. Noch so eine Laterne. Mit der Laterne. Hopp, hopp, hopp. Oh, taucht mehr auf. Riesenzibbel. Und, ja, war zu weit weg. Klack, klack, klack. Und, nicht genug Ausdauer. Klack. Die sind schon mal alle weg. Der Blutmond drückt mehr. Wir haben es fast um 5. Und dann gibt es wieder jede Menge Zombies und da können wir dann hoffentlich auch ein bisschen was an Erfahrung gewinnen und hoffentlich auch überleben. Chilis sind wie Fisherman's Friend. Gut, Fisherman's Friend hatte ich noch nicht. Oh, die sind ganz lecker. Ja, ich bin noch nicht so für. Ich glaube Pfefferminz oder sowas, ne? Ja, solche. Ich glaube Bonbons sind das. Ja, das ist Bonbons, ja. Pfefferminz-Bonbons. Nee, nicht nur Pfefferminz, die haben ganz verschiedene Sorten. Achso, die haben verschiedene Sorten. Na gut, das selbst, das weiß ich nicht. Sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Leichter Nebel? Nicht genügend Ausdauer. Ja, ich brauche was zu trinken. Ist ja gut. Ich brauche auch was zu trinken. Rezept für Kartoffelsaat. Kartoffelsaat kannst du ja schon, ne? Kann ich. Dann kann ich das ja einfach hier. So, bringt Erfahrungspunkte. Hätte es, glaube ich, auch verkaufen können, aber ist egal. Oh, bringt Erfahrung. Ja, die 50 Erfahrung. Und ist nicht über 300? Beim zweiten Mal lesen nicht mehr so viel. Nur beim ersten Mal lesen, dass es so viel bringt. Ich dachte, ich hätte auch beim zweiten Mal lesen. Ach so? Ja. Bei mir schon bis 50. Kommt wahrscheinlich drauf an, was du liest, ne? Das kann natürlich auch sein, dass es bei den verschiedensten Büchern noch verschiedene Sachen sind. Ich setz mal wieder hier auf, so. Ich bin ja nicht drin. Cowboy-Hut, jetzt geht's los. Du fällst weiter Bäume. Ich habe gerade welche angepflanzt. Ach so, ich hab jetzt genug. Hast wieder gepflanzt? Ja. Da kann wieder wachsen. Dann wächst es alles vor sich hin. Ich gehe nochmal in meine Mine rein. Denk dran, die könnten jederzeit auch auftauchen, Mann. Ne? Natürlich, gerade eben hatte ich noch Cowboy-Hut. Jetzt wechseln wir wieder. Hier geht's runter. So. Ich gehe wieder bis ganz runter. Renne ständig gegen die Decken. Jetzt haben wir hier unten wahrscheinlich schon eine Zombie-Armee drin. Das wäre ein Bild. Und jetzt werden wir es mal so machen, einfach mal so Richtung Norden. Aber nicht bloß in einem Einerfeld, am besten in einem so zwei nebeneinander, damit es nicht ganz so beengend ist. Dass wir dann vielleicht irgendwann auch mal was finden werden, ne? Das ist ja eigentlich das Ziel in dem ganzen Ding hier.
einerseits Spaß am Graben und andererseits die Hoffnung, dass man doch mal unterirdisch was findet. Wenn der Ausdauer mitspielt. Nochmal was essen hier. Blaubeer. Damit die Ausdauer auch ordentlich da ist. Ich will einfach noch ein bisschen Stein haben, ne? Einfach jede Menge Stein. So soll das sein mit dem Stein. Das ist ein Bild hier. Hinten angefangen zu graben, wo vorne alles noch steht. Ich glaube, ich trinke gleich mal noch eins hinterher. Ach, jetzt habe ich auch keinen Stein mehr hier. Okay, dann. Dann kannst du in die Kiste gehen, also da gibt es genug Stein. Ja, aber nicht im Schmelzofen, da muss er dort erst integriert werden. Ach so. Na gut, dort ist er nicht drin, das stimmt. Und da ist jetzt aber im Moment Lehm und Eisen drin. Also muss ich noch warten. Ich kann jetzt keinen Zement herstellen. Machen wir es später. Ich sorge dafür, dass wir weiter Stein kriegen. Tu das. Und vielleicht finde ich irgendwann mal schönen Bruchsand hier unten. Schönen? Schönen, ja, so glänzenden. Glänzenden Bruchsand. Einfach Richtung Norden graben. Kurz auf die Karte schauen. Bin schon fast unter dem Nachbarhaus dann durch. Okay. Habe ich hier ordentlich schon gegraben. Ist komisch, wenn diese Lampe an der Stirn manchmal so komisch flackert. So ist, als würde es hier unten gewittern. So, der Blutmann drückt immer näher. Wir haben es um 6. Ach schon? Ja. Es ging schneller als gedacht. Mhm. Die Spannung steigt also. Okay, dann werde ich mal. Okay, vielen Dank, dass du dabei warst, Lefonia. Wie heißt es bei mir immer zum Ende? Mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi. Immer weiter graben. Hat aber schnell hier ein paar Meter geschafft. Den Spaß werden wir bestimmt haben, ja. Vor allem, wenn dann die Meute kommt. Ja. Ich hoffe ja einfach, dass ich auch höre, wenn der Zombie hier unten reinkommt, falls hier unten mal einer auftaucht. Plötzlich hinter mir steht. So, komm einfach mal da hinten weiter. Jetzt einen wunderschönen guten Abend. Where's the light? Moin, moin. Der Blutmond kratzt an der Zeit. Und ich verstecke mich unterirdisch. Na gut, verstecken wir es nicht. Ich grab nur ein bisschen vor mich hin. Um einfach ein bisschen Metall zu finden oder andere Möglichkeiten. Blei zum Beispiel, also auch Metall. Sag mal, Metall. Eisen, Blei. Kohle wäre auch schön. Für Schießpulver. Ja, Kohle wäre klasse. Kohle und Nitrat. Ich habe auch die Vermutung, dass vielleicht in der Ebene hier unten überhaupt kein Material gibt, außer Stein. Dass ich vielleicht sogar zu weit unten bin. Aber bald sollte ich wieder nach oben gehen.
denke mal, ich werde jetzt noch nur diesen einen Block jetzt hier wegmachen und dann begebe ich mich auf den Rückweg. So, hier geht's wieder raus. Noch nicht stark genug bin, um dem wirklich gefährlich zu werden. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.